Im vergangenen Jahr war die Aktion Stricken für einen guten Zweck ein voller Erfolg. Hierbei waren Messebesucher herzlich eingeladen, im Strickcafé Stricknadeln in die Hand zu nehmen und für die gute Sache mitzustricken. Viele Mützen und Schals konnten dem Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg übergeben werden. In diesem Jahr wurde für das Freiburger Frauenhaus gestrickt. Ja, ich habe mir überlegt, jedes Jahr eine andere Aktion zu machen, um auf ein Projekt in Freiburg aufmerksam zu machen, wo es einfach mangelt und wo Probleme sind. Und da suche ich jedes Jahr ein anderes Objekt, was Hilfe braucht. Und eben dieses Jahr ist mir das Frauenhaus eingefallen, weil die so ein bisschen eine Randgruppe sind und das in der Öffentlichkeit ganz wenig bekannt ist. Die reiche Ausbeute der Strickaktion wurde am letzten Messetag an das Frauenhaus übergeben. Also wenn man das zusammenzählt, und ich hoffe, heute kommen noch ein paar, sind es über 40 Leute, die hier schon ihre halbe Stunde oder noch mehr gearbeitet haben, gehäkelt und gestrickt. Über den Daumen gepeilt, so um die 20, 25 Mützen, 3 Paar Socken, 2 Pullover sind sogar abgegeben worden. Dann haben wir ca. 20, 25 Loops, also diese Rundschals. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei den Leuten, die auch Wolle gespendet haben. Es gibt Menschen, die können nicht stricken, haben aber Wolle. Die haben uns auch die Wolle gespendet, damit wir diese Projekte fertig machen können. Es haben Leute vorab schon was abgegeben und die Leute, die hier ihre Zeit geopfert haben, sage ich jetzt mal herzlichen Dank. Stricken für einen guten Zweck. Eine erfolgreiche Aktion im Rahmen der Badenmesse 2014.